Jungs haben jetzt nicht mehr an die Meisterschaft oder ans Gratulieren und Nicht-Gratulieren gedacht, sondern tatsächlich, dass wir einfach die Leistung, die wir auch in den letzten Wochen gebracht haben, wieder paaren mit einem guten Ergebnis. Das ist natürlich in Anbetracht des K.O.-Spiels am Freitag nochmal die Spur wichtiger, ein Ergebnis zu liefern. Das haben wir heute gemacht. Es ist jetzt noch nicht 100% safe, aber es sieht nahezu 100% danach aus, dass wir die Champions League Quali haben. Das ist sehr gut. Das war das Saisonziel in der Bundesliga. Jetzt wollen wir natürlich gerne noch mehr als 3 Punkte holen, um die Saison erfolgreicher abzuschließen als die Premieren-Saison. Und dann sind wir, glaube ich, mit der Leistung in der Bundesliga alle ganz zufrieden. 7. Platz war auch vorm Spiel kein Thema für uns. Unser Thema ist Tagesgeschäft. Es ist heute gegen Leipzig uns messen zu können, zu zeigen, was wir können, was wir noch nicht können und zu erkennen, was wir noch nicht können. Und werden wir es weiterhin Spiel für Spiel angehen. Und die letzten 3 Spiele sind noch da, um einen positiven Saisonabschluss zu haben. Ich glaube, es ist auch nicht unwichtig, in die Pause zu gehen mit dem anderen Erfolgserlebnis. Auch wenn wir nichts mit dem Abstieg irgendwas zu tun haben, wollen wir trotzdem die letzten 3 Spiele so erfolgreich wie möglich gestalten.